Hallo und seid mir ganz, ganz herzlich willkommen zurück zu Dark Souls Folge Nummer 8. Da hat uns dieser kopflose Skorpion in der letzten Folge dann doch ordentlich den Hintern versohlt, ihr Lieben, aber ich halte ihn für machbar. Ich denke, dass wir uns vielleicht noch ein bisschen verstärken sollten, also unsere Waffe, und dann glaube ich, dass der durchaus machbar ist. Das ist bloß wieder meine Unbeholfenheit, die es, zu den Toten hat kommen lassen. Ich bin einfach mit dem Timing noch nicht gut. Mir sind die, ja, wie gesagt, ich bin keine gute Nahkämpferin. Was soll's also? Jedenfalls habe ich mich entschlossen, jetzt noch ein paar Seelen zu farmen. Haha. Hallo, Frau Hawk. Also, ein paar Seelen zu farmen. Und vielleicht noch die eine oder andere kleine Scherbe. Und dann werden wir unser Wahnsinnsschwert verbessern. Das mir übrigens sehr, sehr gut gefällt, dieses Balderschwert. Und dann versuchen wir den heute nochmal. Und das hat mich auch so ein bisschen vor die Frage gestellt, wie machen wir das eigentlich jetzt in diesem Let's Play, beziehungsweise in diesem Reingespielt, dazu auch gleich nochmal mehr. Wie machen wir das eigentlich mit diesen ganz langwierigen Geschichten, die es halt in Dark Souls einfach gibt, weil man zum 150. Mal gegen Boss XY antritt oder aber irgendetwas farmt? Ich habe mich entschlossen, euch bei allem mitzunehmen. Ich halte das für das Ehrlichste und ganz egal, wie peinlich es ist oder wie unbeholfen, oder aber auch, wie langweilig es sein mag, ich habe beschlossen, solange ich aufnehme, alles aufzunehmen. Warum soll nur ich leiden? Meine Zuschauer dürfen ruhig auch ein bisschen leiden. Und eigentlich ist ja genau das der Witz bei Dark Souls, weil es ist völlig klar, man stirbt, jeder, auch die besten Spieler, sterben beim ersten Durchgang. Und von daher, ja, nehme ich euch einfach bei allem mit. Das mag vor allen Dingen für Kenner des Spiels, der eine oder andere, der das Spiel gut kennt, guckt ja zu, mag das quälend sein, aber wie gesagt, warum soll nur ich leiden? Jetzt vielleicht auch dazu, wie weit wir spielen oder wie lang das Let's Play geht. Im Augenblick geht es mir so, dass ich insgesamt, trotz der vielen Tode, besser damit klarkomme, als ich es eigentlich gedacht habe. Und ich habe noch Spaß dran, sehr viel Spaß sogar. Insofern werden wir also, ja, noch kein Ende in Sicht. Ich habe noch Lust, das zu spielen. Noch bin ich nicht am Ende meiner Möglichkeiten angekommen und ich hoffe ja auch, dass ich das mit dem Timing irgendwann mal besser hinkriege. Jetzt zum Beispiel hier mit dem Sprungangriff. Das war jetzt, glaube ich, kein Sprungangriff, oder? Genau. Das ist wirklich, wieso kriege ich dieses Timing nicht hin? Ja, jetzt. Ich habe die Sprungangriffe in Hellblade, Senua's Sacrifice, ständig genutzt, um die Deckung... Nicht die Sprungangriffe, sondern Tritte. Genau, Tritte ständig genutzt. Aber da war das irgendwie anders gemacht. Das war halt ein Knopf. Und dann ging das relativ einfach. Und hier hat man immer dieses Timing. Dass man immer zwei Tasten zeitgleich, wirklich zeitgleich. Entschuldigt, Hustenanfall. Dass man beide Tasten zeitgleich machen muss und da fehle ich irgendwie noch so ein bisschen. Und auch mit dem den Feind umrunden, das habe ich noch nicht richtig drauf, das lerne ich aber auch noch, dass ich auch mal irgendwann von hinten angreifen kann. Wie auch immer, wir farmen jetzt noch ein paar Seelen und machen mal lustig weiter, heiter weiter. Und vielleicht haben wir Glück und kriegen auch noch die eine oder andere kleine Scherbe. Die Feinde hier droppen die ja. Und ich hoffe, dass wir... Ach so, was ich noch machen wollte, genau. Weil ich befürchte, dass wir an diesem Leuchtfeuer noch häufiger mal zurückkehren. Das heißt, ich werde jetzt hier ein paar Seelen opfern und mir hier, ja, dieses Leuchtfeuer aktivieren. Goldharz. Fügt der Waffe Blitz hinzu. Ja. Damit kann ich mich dann mal irgendwann verstärken. Vielleicht gegen den nächsten Boss. So, jetzt werden wir erstmal die Aushöhlung umkehren. Genau, Menschlichkeit darbieten, jawohl. Und dann werden wir dieses Lagerfeuer entfachen. Oh, jetzt habe ich bloß, ich bin doch doof, hier habe ich bloß eine Seele hier reingelegt. Egal. Eine Seele, eine Menschlichkeit. Entschuldigt bitte. Ich bin noch so ein bisschen im Fieberwahn. Ihr seht heute gerade Folge 2. Ich bin euch also nicht weit voraus.
Normalerweise bin ich immer viel weiter voraus. Bloß 6 Folgen jetzt. Achso, ich bin keine Höhle. Ja klar, ich wollte nur entfachen. Jawohl, Menschlichkeit darbieten. Ich glaube, dass sich das lohnt hier an diesem Leuchtfeuer. Weil mit 10 Estus-Flakons ist mir dann doch immer wohler, muss ich gestehen. So, und jetzt also. Bisschen Seelen farmen. Ich weiß gar nicht, ob wir kleine Scherben haben. Wenn nicht, kaufen wir halt schlimmstenfalls welche. Und jetzt gehen wir halt mal eine Runde farmen. Was mir aufgefallen ist bei diesem Skorpion, weil ich ja gerade auch die Finstergram-Challenge am Laufen habe, das ist so ein Unterschied, ob man einen Feind kennt oder nicht. Das ist echt brutal. Ah. Ja, das ist so. So, da geht's schon los. Komm her. Ja, mittlerweile machen wir euch schon mit einem. Yes. Ihr könntet mir ruhig ein paar kleine Scherben droppen, finde ich. Genau. Ich habe mich nämlich daran erinnert, wie das war, als ich das erste Mal gegen Damon angetreten bin. Das war der Hammer. Ich habe Stunden gegen ihn gekämpft und bin wirklich ständig gestorben. Jetzt mittlerweile mache ich den binnen 4-5 Minuten mit dem richtigen Skill und der richtigen Klasse mache ich den binnen ein paar Minuten fertig. Es ist einfach ein Riesenunterschied. Kennst du ein Spiel? Ja, der Schlag war jetzt völlig unnötig. Ja, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Hey, Frau Hawk. Falsches Timing. Eigentlich ist der ja wirklich kein Problem. Also wenn man Feind gut kennt, egal wie hart der beim ersten Mal spielen ist, dann sind die Feinde alle relativ einfach. Aber beim ersten Durchspielen sind die alle fürchterlich. So, jetzt können wir einen Tritt versuchen. Ah, hat geklappt! Der Tritt hat hingehauen. Stolz bin ich, stolz. Okay, hat mir auch nichts gedroppt, schade. Jetzt holen wir uns noch diese dicken Ritter. Bei mir sind das ja alle kleine dicke Ritter. Oblong, fix oblong. Wer von euch den kleinen dicken Ritter von Ottfried Preußler ist es, glaube ich, kennt, der kennt auch oblong, fix oblong, den kleinen dicken Ritter. Komm her, mein Freund. Gib mir Punkte. So. Ja, der war jetzt auch wieder unnötig, diesen Schlag hinzunehmen, aber ist egal. Wir wollen ja nicht allzu weit, wir wollen ja bloß ein bisschen Seelen farmen. Dass wir unseren Wahnsinnsschwert noch ein bisschen verbessern können. Oh. Natürlich sollte ich auch möglichst ein Schild haben. Aber wenigstens habe ich ihn getroffen. Wie geht das nur mit dem Umrunden? Das werde ich nie, also das werde ich nie lernen, befürchte ich. So, der heilt gleich wieder. Und du weißt, was beim Heilen passiert? Oh Mann. Das habe ich mir ein bisschen anders vorgestellt. Gut, dass wir 10 Estus-Flakons haben. Jetzt holen wir uns den anderen noch. Den finde ich ja sehr, sehr unangenehm. Ach, und was wir noch machen könnten, genau. Das habe ich bei Tanda gesehen. Man kann ja mit dem Aufzug, wenn man da runterfährt. Komm. Wenn man mit dem Aufzug runterfährt, kann man da ja aussteigen und da liegt Loot. Irgendwo. Das werden wir uns vielleicht holen. Irgendwann mal. Ich hätte echt gedacht, dass dir das jetzt reicht. Na also, ja gut, ich habe mir das anders vorgestellt, das gebe ich zu. So, und wenn, aber keiner droppt mir irgendeine Scherbe. Das ist schade. Und das eine ist ja immer zu wissen, wie es geht, das andere ist, das auch tatsächlich so zu machen. Oh. Ja, oben macht halt der Magier rum, den müssen wir uns auch irgendwann mal holen. Können wir ja mal gucken gehen. Hallo. Oh, da ist ein Feind. Hallo. Komm runter. Na komm schon.
Na, also siehst du, geht doch. Diese Bänke sind im Weg. Sollte ich gegen dich nochmal kämpfen müssen, werde ich dich zerdeppern oder werde dich raus... Oh, hab dich schon. Oder werde dich rausholen. Kann ich die kaputt schlagen? Ja, kann ich. Okay, alles klar. Weil ich brauche möglichst frei, wenn wir schon da sind. Gucken wir mal, ob wir da jetzt genau da raushüpfen können und dieses Loot uns holen. Wo, auf welcher Seite muss ich aussteigen? Hallo? Ah, da wäre es gewesen. Ja, so war es natürlich nicht gedacht. Oh, I love it. I love it. Wo sind wir jetzt? Nicht da, wo ich sein wollte. Okay, aber zumindest weiß ich jetzt, wo ich aussteigen muss. Da war Tanda nämlich auch und da habe ich Loot gesehen und dann sind die hier auch schon ausgestiegen. Na, also geht doch. Genau. So. Da drüben leuchtet es nämlich. Okay, und wie komme ich da jetzt hin? Oh Mann. Da geht wohl bloß springen. Tanda hat mir verraten, wie das mit dem Springen geht. Ich nehme mal vorsichtshalber was zum Trinken. Oh, das ist jetzt unser erster Sprungversuch. Also, rennen und dann nochmal B drücken. Oh Gott, das geht doch mit Sicherheit schief. Ah, ja, es geht schief. Aber egal, wir versuchen das nochmal. Ach, jetzt sind wir hier. Oh, nee, bei den blöden Skeletten. Mit denen lege ich mich nicht an. Das kann ich euch aber husten. Naja, vielleicht bemerken sie mich nicht. Halt. Genau, Tanda hat mir verraten, wie man springt. Da hockt auch immer die Krähe. Und das versuchen wir jetzt einfach, da können wir das auch gleich üben. Ich muss einfach mit meiner Steuerung ein bisschen besser werden. So, wir nehmen nochmal einen Estus-Flakon, falls wir da nochmal runterfliegen. Oh, da kommen die Skelette. Die sind so ätzend. Ich hasse die Skelette, dass die einem auch immer nachkommen, aber gegen euch trete ich nicht an. Ich frage mich auch, ob ich da nicht eine andere Waffe haben sollte, weil mit diesen... Stechwaffen, da werde ich ja ständig, wie soll ich sagen? Genau, mit diesen Stechwaffen, da steche ich ja durch die Skelette durch. Okay. So, wir versuchen das nochmal. Zumindest hat es ja annähernd geklappt. So. Okay, Timing. Timing ist alles. Ja! Perfekt. Oh, wieso hänge ich hier jetzt? Ah, na komm, lauf doch. Hallo? Na also geht doch. Na Rabe, hallo. Hallo Rabe, wo geht's lang hier? Ja. Hab dich. Perfekt. Schlüssel untoter Asyl West. Wunderbar. Und habe ich hier noch irgendwas Cooles? Nö, sieht nicht so aus. Wie komme ich hier jetzt runter? Möglichst ohne zu sterben. Da geht es noch weiter hoch. Ah, da ist ein Nest. Okay, gut zu wissen. Und wie komme ich hier runter? Gute Frage. Nächste Frage. Wie komme ich hier jetzt runter? Muss ich da wieder rüber hüpfen? Wahrscheinlich, oder? Oh. Komme ich hier nicht mehr hoch? Aber da kann ich drauf hopfen. Okay. Dann latsch mal halt einmal hier rum. Das sollten wir überleben. Na also. Oh no, Skeletti.
ist, glaube ich, nur eins. Wo ist mein Leuchtfeuer? Mal gucken, ob ich es loswerde, aber ich glaube eher nicht. Also müssen wir doch versuchen, gegen dieses Ding dann zu kämpfen. Ja, solange ich hier einen Feind im Rücken habe, funktioniert das mit dem Leuchtfeuer. Doch, jetzt perfekt. Okay. Ja. Gut, jetzt müsste es weg sein, so hat mir Andu gesagt. Wenn ich raste, werden die resettet. Das sind so die kleinen hilfreichen Tipps, mit denen ihr nichts verratet und die ich wirklich hilfreich finde. Also so hat mir zum Beispiel Kalindor gesagt, ich soll doch einfach meine Menschlichkeit, meine Seelen in die Schnellleiste legen, dann habe ich sie schneller entpackt. Kanda hat mir verraten, wie man springt. Und der Andu hat mir den einen oder anderen Tipp gegeben. Übrigens spiele ich gerade offline. Genau. Ich spiele offline und zwar, weil ich nicht wollte, dass ich angegriffen werde. Weil ich beim Entzünden vom Leuchtfeuer ja wieder menschlich bin. So, okay. Entschuldigt mal, wieder ein kleiner Hustenanfall. Und jetzt werden wir uns noch ein paar Seelen holen. Genau. Machen wir erstmal die da draußen und dann versuchen wir die kleinen dicken Ritter. Möglichst. Einzeln mal hier rauszuziehen, das müsste ja auch gehen. Und Scherbe, komm. Ah, keine Scherbe. Manchmal droppen die Scherben hier. Oh, schade. Und die hätte ich natürlich gerne. Immer her mit den Scherben. Und dann holen wir uns den Skorpion. Tada, komm. Komm, mein Freund. Aber diesmal... Komm und... Ah, hatte ich Schild nicht oben? Selber schuld. Das ist ein Fehler, wie ich dir aus zuverlässiger Quelle mitteilen kann. Es ist ein großer Fehler, hat mir auch nichts gedroppt. Im falschen Augenblick zu heilen, das geht mir auch ständig so. Geh mir aus dem Weg hier. So, mit dir übe ich jetzt nochmal den Tritt. Gar nicht nötig. Er hat die Deckung aufgemacht. Droppt mir auch nichts. Na gut, dann kann ich die kleinen dicken Ritter auch wieder hier droppen. Tada! Pullen! Nicht droppen! Pullen! Entschuldigt bitte, ich weiß nicht, was los ist. Es muss das Fieber sein. Huhu! Du, einer von euch hat mir dieses wundervolle Balderschwert getroppt. Da bin ich dir sehr dankbar für. Aber jetzt hätte ich gerne eine kleine Scherbe. Ja. Tada! Komm schon! Ihr seid auch schon wie alte Bekannte mittlerweile. Oh, wie kann man jetzt in dem Augenblick heilen? Du bist wie ich. Trinken wir noch einen Estus-Flakon. Dann holen wir uns den nächsten. Und dann werden wir mal gucken, ob wir schon was verstärken können. Upsala. Komm. Jetzt hänge ich hier an dieser blöden... Die halten ja Gott sei Dank nicht allzu viel aus. Ja, ne, zwei Schläge. Weil wir ja unser schönes Schwert schon ein bisschen verbessert haben. Und dann sind die auch hinüber. Den einen da holen wir uns auch noch. Und dann gehen wir zum Schmied. Vorher zerschlage ich aber, glaube ich, die Bänke. Dass wir hier Platz haben.
die da nicht hängen bleiben. Ach so, ja, so war das. Da haben wir ja noch den Magier. Da weiß ich noch nicht so genau, was uns erwartet. Den lasse ich, glaube ich, lieber erstmal. Komm. Tada! Hab dich gleich. Du könntest immer eins von diesen Schildern droppen. Die sehen irgendwie spannend aus. Falscher Augenblick, mein Freund. Jetzt komm und drop mir was. Das hat sich jetzt nicht gelohnt. Okay, gut. Wir gehen zum Schmied und mal gucken. Die eine oder andere kleine Scherbe haben wir ja. Und ein, zwei können wir auch noch kaufen. Und dann werden wir das Schwert noch verbessern. Und dann holen wir uns... Dann holen wir uns diesen Skorpion. Weil da unten war ja eine Tür. Und ich glaube, wenn wir das kleine Zwiebelmännchen... Das kleine Zwiebelmännchen. Ich merke mir die Namen irgendwie so schlecht. Ich weiß bloß, dass der uns beim Kämpfen helfen kann, der so leer ist. Ne, der, den wir da getroffen haben auf der Brücke. Das stimmt, aber in dieser Brücke fällt mir gerade ein. Da war ja auch noch eine verschlossene Tür, die mit dem Generalschlüssel nicht aufging. Hallo. Well, hello again. You seem to be doing all right. Noch geht's mir gut, ja. Möchte ich etwas geschmiedet haben. Ich will mal meine Waffe verstärken und ich könnte sie eigentlich auch mal reparieren. So, zwei. Yes. So, jetzt könnte ich noch eine kaufen. Kleine Scherbe, kauf mal eine. Dann kann ich das nochmal verbessern. Niemand möchte zur Hülle werden. Ja. Komm. Ja. Blablabla, blablabla, bla. Ja, Rüstung kann ich auch verstärken. Ich bin mit der Rüstung übrigens sehr zufrieden. Die hat relativ gute Werte, stelle ich fest. Und was wir in jedem Fall auch machen werden, weil mir das einfach in Dark Souls 2 ganz gute Dienste erwiesen hat. Ja, ich bewahre mein Leben natürlich, selbstverständlich. Gott, ich dachte, ich schlag ihn schon. Was wir auch machen werden, ich möchte irgendwann mal meine Immunität auch skillen, weil das hat mir wirklich, ach so, die Ausrüstung noch verbessern, genau. Weil das hat mir in Dark Souls 2 echt gute Dienste erwiesen. So, was kann ich denn? Kurzbogen? Ja. Weiß gar nicht, ich glaube, es ist noch nicht so lange her, dass wir repariert haben, oder? Ich weiß es gar nicht. Okay, und die Rüstung? Ja, alles reparieren. Und dann, warte mal. Was kann ich denn bei dir kaufen? Waffenschmiedekiste, Verstärkung von Waffen am Leuchtfeuer, 2000 Seelen. Hast du noch irgendeine spannende Zestus? Ich weiß nicht, was Zestus ist. Was macht das? Kaufen will ich es nicht. There are two types of weapon forging. Die, genau, die Veredelung. And there's ascension. Reinforcement is simple. It strengthens the weapon and nothing more. Aber das ist schon sehr hilfreich. A simple task for any blacksmith. Hell, you could even do it yourself with a smith box. But ascension's a finer art. It alters a weapon's properties. Ascension is the territory of we blacksmiths. A smith box just won't do the trick. Okay. Start out with reinforcement. When that loses its charm, you can consider ascension. As you've noticed, this land is flush with the mad. Das ist wohl wahr. You won't make it through the night without employing my services. Ja. Ja, da würde ich mich drauf freuen, wenn ich das dann mal irgendwann könnte. Ich kaufe noch eine kleine Scherbe. Falls wir jetzt dann doch zu Tode gehen. Und...
Einfach Holzpfeile. Genau. Dann macht es jetzt nichts, wenn wir gegen diesen Skorpion umkommen. Ist das völlig egal. Hallo, Skorpioni. Genau, weil ich möchte den Blitzspeer haben. Den hatte ich auch in Dark Souls 2. Na, jetzt machen wir dann doch Schaden. Ich weiß gar nicht, ob man den blocken kann. Ja, kann man. Oh, Abstand halten und heilen. Der hat eine ordentliche Range. Oh. Okay, wenn der blitzt, kann man ihn, glaube ich, angreifen. Okay, das ist keine gute Idee hier. Mach, dass du da wegkommst und heilen. Weg, 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 weg. Ah, Scheibenkleister, ich sehe wieder nichts. Nochmal heilen. Und jetzt raus hier. Komm, Blitzdings. Mit dem Schwanz trifft er einen auch. Der Böse. Und heilen. Also, solange der seine Blitze schmeißt, ist er gut angreifbar. Allzu viel treffen tut er damit ja nicht, weil das Gott sei Dank relativ langsam ist. Und weg da. Ja. Muss man aufpassen, dass man hier nicht hängen bleibt. Oh Mann. Gut, 3 Flakons haben wir noch. Vielleicht reicht's uns. Mein Gott, hat der eine Range. Ich hoffe nicht, dass der auch heilen kann. Komm, Blitzdings mal. Weg da, weg da. Manchmal blitzt er zweimal, manchmal viermal. Hab dich, juhu! Tschüss, mein Freund. Ah, ja, Dämonentitanit. Sehr schön, brauchen wir auch zum Veredeln. Oh, und wo geht's jetzt da lang? Lass mal gucken. Uah. In einen dunklen Wald. Das machen wir jetzt aber nicht. Nee, das machen wir nicht. Definitiv nicht. Definitiv nicht. Und wieder ein Zwischenboss erledigt. Jetzt gucken wir mal, ob wir noch was verbessern können. Den Bogen würde ich auch gerne noch ein bisschen verbessern. Und die Waffe gefällt mir echt extrem gut, Leute. Well, hello again. Hallo. You seem to be doing all right. Ja. Need anything? Was bräuchte ich für mein Schwert? Was brauche ich fürs Schwert? Wo ist es denn? Gott. Hallo. Egal, wir verbessern jetzt erstmal den Bogen. Genau. Dann kaufen wir noch 2 Scherben. 2. Und verstärken den Bogen nochmal. Ah, das kostet teurer. Erstaunlich. Komm, Bogen, Bogen, Bogen. Yes. Okay, jetzt sind wir verstärkt. Das finde ich gut.
Und jetzt werden wir uns mal den Magier zuwenden. Vorher werden wir uns aber mal eine Runde ausruhen. Tschack. Tja, aufsteigen können wir nicht. Ich will in jedem Fall noch ein bisschen Kondition. Und Immunität. Die würde ich gerne noch skillen. Weil spätestens in dem Wald werden wir sicherlich mit Gift und ich weiß nicht was zu tun kriegen. Im Augenblick sind wir recht gut geschützt. Ich glaube, weil die Rüstung gut ist und weil wir auch einen relativ hohen Immunitätswert haben. Tanda hat viel mehr in seinem Let's Play mit Vergiftung zu tun als ich. Ab dich! Tada! So, und ich gehe wieder diesen Weg. Da müsst ihr jetzt mit, da müsst ihr durch. Ich habe immer die Hoffnung, dass die mir jetzt Scherben droppen. Haben sie ja schon getan. Oh, ein Stich und ich habe ihn. Perfekt. So, und bei dir übe ich jetzt wieder treten. Ich muss das ja mal irgendwann machen, Leute. Weil die sind einfach hier, diese Gegner. Das wird sich sicherlich auch irgendwann mal ändern. Ah, es hat geklappt. Juppie! Aber ich kann das bloß aus dem Stand, nicht aus dem Lauf. Ich weiß gar nicht, geht das eigentlich aus dem Lauf raus? Ich habe keinen Plan. Ich muss kurz was trinken, entschuldigt. Ich habe echt keinen Plan, ob das geht. Juhu! Hallo, mein Freund! Boah, einmal Wahnsinn! Genialo! Wir machen Schaden. Das gefällt mir. Dieses Schwert ist echt genial, das macht mir Spaß. Dieses Schwert macht mir Spaß. Komm, stich nochmal zu. Oh, was ist das cool? Was ist das cool? Das gefällt mir. Das gefällt mir extrem gut. Hallo. Juhu. Ich glaube, du bist ein bisschen zäher. Ah ja, du hüpfst auch so, genau. Ja, das war jetzt nix. Wie war das mit Heilen im falschen Augenblick? Ja, das macht ordentlich Schaden. Und hab dich. Ach, droppt mir doch mal was. Jetzt bin ich schon menschlich. Und die droppen mir nichts. So, jetzt werden wir mal gucken, wie das mit diesem Magier ist. Es ist natürlich so, dadurch, dass ich das eine oder andere Let's Play schon gesehen habe, ist das alles nicht mehr ganz neu. Aber ich gucke jetzt bei Tanda zum Beispiel leider nicht mehr weiter, damit ich mich nicht noch mehr spoilere. Das sollte mir reichen. Perfekt. So. Dann holen wir unsere Seelen wieder. Weil die haben uns ja ordentlich gearscht hier.
So, aber jetzt hoffe ich mal, dass wir die gut hinkriegen. Das Problem ist hier einfach die Menge. Wir machen gut Schaden. Oh! Oh, der Dicke ist auch da. Also der Boss. Wollen wir erstmal eine Runde heilen. Schade, ich dachte, du bleibst stehen. Wow! Der mit seinen Seelenpfeilen. Bleibt der da jetzt stehen? Der bleibt da stehen und seine Kumpis kommen da jetzt nicht durch. Ja, das ist ja doof, hey. Wir versuchen es einfach mal so. Oh, ich hab dich. Hab dich. Jetzt machen mich die Kleinen fertig. Hab dich, juhu. Perfekt. Ja, wunderbar. Dann können wir ja bald wieder aufsteigen. Eine Runde. Ein bisschen Kondition. Kann nicht schaden. So, und jetzt lass gucken. Hier geht's weiter. Der war ja jetzt nicht schwer. Der hat Gott sei Dank nicht allzu viel Leben. Seelesoldat. Nehme ich natürlich gerne. Da hat's eine Leiter. Da geht's auch weiter. Ja, wo gehen wir denn jetzt hin? Ich glaube erstmal dahin, bevor wir irgendeine Leiter hochklettern. Oh, da ist Feind. Oh, er kommt schon. Komm. Die blocken mit diesen kleinen Schildern echt gut, finde ich. Komm. Hab dich, juhu. Droppt mir auch nichts. So, und was hast du jetzt bewacht? Das gucken wir gleich mal. Hier, da geht's weiter. Gehen wir gleich hin. Und? Irgendwie schönes Loot. Ah, Menschlichkeit. Nehme ich gerne. Oh, ich liebe dieses Schwert. Ja, war wohl nix. Trifft nicht mal die Wand, die Frau Hawk. Oh, da sitzt einer. Okay, wer bist du? Hallo? Oh, still human are you? Ja, vorübergehend. I am in luck. Could you help me? Was soll ich machen? As you can see, I am stuck without recourse. Ja, dann machen wir doch auf. Ah, dazu war der Geheimschlüssel. Wunderbar. Dazu war der Geheimschlüssel. Sehr schön. So, okay, komm. Reden. Thank you. Yes, sincerely. I am Knight Lautrec of Karim. Lautrec. I truly appreciate this. And I guarantee a reward. Only later. Naja. Yes, very sorry. Your reward will have to wait. I've just been freed. Allow me some time. Alles klar, mein Freund. Dann eben später. Ich hoffe auch, dass sie wirklich kommt. Diese, ja. Diese Belohnung. So, und jetzt kehren wir zurück zum Leuchtfeuer. Werden eine Runde aufsteigen.
Und dann kommen wir wieder hierher und gehen diese Treppen hoch. Genau. Ich weiß natürlich, dass wir uns da einem Bossgegner nähern. Weil wir sollen ja jetzt zum Glockenturm und läuten. Und da sind die Gargoyles davor. Auch das habe ich in Tandas Let's Play gesehen. Das heißt, wir werden jetzt erst nochmal eine Runde Kondition skillen. Und ich denke, dass wir die dann einfach in der nächsten Folge machen werden. Weil ich nicht weiß, wie lange ich jetzt brauche. Tada! Ja, ich glaube, dass wir jetzt eine Runde aufsteigen und nichts kaufen werden. Aufsteigen. Kondition. Perfekt. Verlassen. Und dann kaufen wir uns da unten. Dann gehen wir nämlich leer los, also ohne Seelen los. Kaufen wir uns da unten noch eine kleine Scheibe. Ist ja auch Titanit, genau. Well, hello again. Und noch ein paar Pfeile. Na? Genau, und noch ein paar Holzpfeile. Die reichen eigentlich, weil in erster Linie mache ich das ja sowieso bloß, um zu pullen. Mit denen kann man nicht ernstlich jemanden umbringen. Gut. Haha. Ja, ich bin bemüht, mein Leben zu bewahren. So, ihr Lieben, das soll's für heute gewesen sein. Tatsächlich mal eine Folge, in der wir nicht zu Tode gekommen sind. Juhu, juhu, juhu. Ich denke, das wird sich aber ganz schnell wieder ändern. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend oder auch ein schönes Wochenende. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.